verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz gilt für alle Demokraten und natürlich auch für die Christdemokraten. Das ist ein hohes Gut, das wir zu bewahren haben. Und Aufgabe der Politik wird es stets sein, Missstände, sofern sie denn da sind, zu erkennen, zu analysieren und geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dennoch, für Sozialverbände, Gewerkschaften und die Linksfraktion kam der UN-Bericht zur sozialen Lage in Deutschland im Juni letzten Jahres wahrscheinlich wie gerufen. Eine solche vermeintliche Steilvorlage für Kritik an der Sozialpolitik der Bundesregierung hat es so wahrscheinlich noch nicht gegeben und dazu noch von den Vereinten Nationen. Um es gleich klarzustellen, dieser Aufschrei war unbegründet. Denn ein genauer Blick auf das Zustandekommen des Berichts lässt ganz erhebliche Zweifel an der Aussagekraft der dortigen Feststellungen aufkommen. Wenn man sich den Bericht genauer anschaut und damit auseinandersetzt, dann fragt man sich, wie sehr diese UN-Rüge eigentlich die aktuelle Situation in Deutschland widerspiegelt. Der Bericht behauptet, 1,3 Millionen Menschen in Deutschland würden von ihrer Arbeit nicht leben können. 13% der Bevölkerung in Deutschland würden unterhalb der Armutsgrenze leben. Weiterhin wird dort aufgeführt, dass die Arbeitslosenquote in Ostdeutschland immer noch doppelt so hoch sei wie im Westen und insbesondere, dass 25% der Schüler ohne Frühstück zum Unterricht gingen und von Mangel und Unterernährung bedroht seien, weil nicht in allen Schulen ein Mittagessen bereitgestellt würde. Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme im Juli letzten Jahres aufgeführt, dass die aufgestellten Kritikpunkte in keiner Weise wissenschaftlich belegt sind. Es gibt kein einheitliches Raster, keinen UN-weiten einheitlichen Standard, keine allgemein definierten Maßstäbe, an denen Deutschland gemessen wurde. Die Ministerin, Frau Schwesig, hat eben schon ausgeführt, man vergleicht hier Äpfel mit Birnen. Das ist so nicht sachgerecht. An dieser Stelle sei einmal kurz skizziert, wie der UN-Ausschuss zu seinen Feststellungen gekommen ist. Der Ausschuss tagt zweimal jährlich. Deutschland muss alle 5 Jahre Bericht erstatten. Die Bundesregierung legte dem Gremium ihre Sicht zur Sozialpolitik dar. Auch die Nichtregierungsorganisationen wie ATEC, der Bundesverband Psychiatrieerfahrener und der Verein Intersexueller Menschen durfte im Bericht und in Fragestunden ihre Sicht der Dinge schildern. Mithilfe dieser Informationen verfasste der Ausschuss dann seinen Bericht. Darin heißt es dann unter anderem, der Ausschuss beobachte mit Sorge, dass 25% der Kinder, ich sprach es an, ohne Frühstück zur Schule gehen und dabei die Gefahr der Unterernährung besteht, weil nicht an allen Schulen die Möglichkeit für ein Mittagessen besteht. Belege und Quellen lieferte der Report allerdings nicht. Vielmehr bezog sich der Report auf den vorgelegten Bericht von ATEC und von dem Forum Pflege aktuell. Dieser hat wiederum ihre Zahlen auf der Grundlage von Zeitungsartikeln aus dem Jahr 2008 verfasst. Wenn man dieses Vorgehen anschaut, kann man die Kritik der Bundesregierung nur zu gut nachvollziehen, wie ich meine, die sich ungerecht behandelt fühlt und den Bericht der UN als nicht nachvollziehbar zurückgewiesen hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass in Deutschland sozial Schwache im internationalen Vergleich gut, wenn nicht sogar sehr gut versorgt sind. Die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt und bei der Bekämpfung der Kinderarmut wurden im Bericht ebenfalls nicht berücksichtigt, sondern komplett ignoriert. Es fehlt auch das neu abgeschlossene Bildungspaket und die Hartz-IV-Erhöhung, die ebenfalls stattgefunden hat, bevor der Bericht veröffentlicht wurde. Deutschland hat in den vergangenen Jahren, ich weiß gar nicht, was das damit zu tun hat, aber ist ja, Deutschland hat in den vergangenen Jahren, insbesondere im Sozialbereich, eine positive Entwicklung genommen, die weltweit hoch anerkannt ist. Ich verweise hier mal auf die Zahlen, die
im Bundeshaushalt für 2012 eingeplant sind, ca. 155 Milliarden Euro, das sind 50,6% des gesamten Haushaltsvolumens, sind für den Bereich Gesundheit und Soziales und Arbeit eingeplant. Im Landeshaushalt 2011 war ein Budget für Gesundheit und Soziales von über 900 Millionen bereitgestellt worden. Die Jugendarbeitslosigkeit ist eine der niedrigsten weltweit. Die Beschäftigungszahlen gerade in der letzten Zeit werden immer besser. Kinderbetreuung und Ganztagsschulen sind gut ausgebaut. Die ist das Ergebnis einer wirkungsvollen Sozialpolitik der vergangenen Jahre. Den UN-Bericht möchte ich an dieser Stelle als veraltet bezeichnen. Er basiert auf Zahlenmaterial aus den Jahren 2006 bis 2008. Die Kritik der UN greift hier also in die Datenmottenkiste. Im Übrigen frage ich Sie, meine Damen und Herren, Abgeordneten der Fraktion Die Linke, wie kommen Sie eigentlich darauf, den Bericht jetzt, 8 Monate nach der Veröffentlichung, zu thematisieren? Die Diskussion über diesen Bericht hier im Landtag kommt meines Erachtens mindestens ein halbes Jahr zu spät. Konkrete Vorschläge wären hier hilfreich gewesen. Über die vielen, vielen Maßnahmen hat Frau Ministerin Schwesig hier umfangreich berichtet und konkrete Vorschläge und Initiativen ihrerseits wären hier durchaus besser gewesen. Namens meiner Fraktion bitte ich Sie, den vorliegenden Antrag der Linken abzulehnen. Vielen Dank.